Dies ist ein schwarzer Schiefer. Und das auf den ersten Blick ebenfalls. Aber sie enthalten ganz unterschiedliche Fossilien. Dieser Stein stammt aus der Zeit des Karbon, ein Indiz für Kohle. Der zweite Stein sieht aus wie Kohle, ist aber keine. Wer am Fundort dieses Fossils nach Kohle gräbt, verschwendet nur Geld. Dennoch hielt man die Ratschläge von Smith zunächst für Unsinn. Die Bergleute wollten es immer besser wissen. Ein Gasthaus vor 200 Jahren. Das einfache Volk ahnt nichts von der wahren Geschichte der Erde. Dass Fossilien etwas mit ihrer Entstehung zu tun haben, liegt jenseits ihrer Vorstellungskraft. Auf seinen Reisen kehrt Smith hier ein. Als Sohn eines Dorfschmieds ist er einer von ihnen, mit schlichtem Gemüt und walisischem Dialekt. Doch seine verrückten Ideen machen ihn selbst in heimatlicher Umgebung zum Außenseiter. Oft wird der spleenige Schichten-Smith verlacht, als einer, der wertlose Steine sammelt, die jeder Bauer auf seinem Acker findet, als Mann von bescheidener Herkunft, der sich als Gelehrter aufspielen will. Ihm aber ist es egal, was andere über ihn denken. Für William Smith zählt nur die Passion, die ihn zu neuen Ufern treibt. An so einem Abend bringt er seine Theorie erstmals zu Papier. Das Prinzip ist entschlüsselt. Doch für einen einzelnen Menschen wie mich ist es unmöglich, auch nur ein Tausendstel des Werkes zu Ende zu führen, das ich begonnen habe. Jeder kann dazu beitragen, das Bild des Untergrunds in ferner Zukunft zu vollenden. Es ist die Geburtsstunde eines geologischen Masterplans. In Smith reift der Gedanke, die Unterwelt von England zu kartieren. Ein nie zuvor gesehener Atlas schwebt ihm vor. Eine moderne Schatzkarte, die nur Eingeweihte lesen können. Und noch mehr. Ein verlässlicher Führer durch die tiefen Schichten der ganzen Welt. Smith beginnt die Daten zu kartieren, die er im britischen Königreich gesammelt hat. Von den Kreidehügeln bis hin zu den Kohlevorkommen. Es ist mir ein leichtes, jede Schicht dieses Landes aufzuspüren. Wie unendlich schwer fällt es mir aber, etwas zu Papier zu bringen. Jeder Schicht ordnet Smith eine Farbe zu, die dem Aussehen der entsprechenden Gesteine entspricht. Kunstvoll koloriert er die Formationen, die er anhand von Fossilien identifiziert hat. Das Herzstück der Karte ist der Querschnitt durch Englands Untergrund. An jeder Schicht, die an der Erdoberfläche zutage tritt, lässt sich ablesen, welche Gesteinsfolge sich darunter verbirgt. Geologen von heute führen das Werk von Smith fort. Es ist eines der größten kartografischen Werke der Gegenwart. Die erste geologische Karte von ganz Europa. Die Geologin Christine Asch hat es nach 9 Jahren Arbeit vollbracht. Fast so lange, wie William Smith für seine Karte benötigte. Sie hat zahllose geologische Daten ausgewertet, die seit der Pionierzeit gesammelt worden sind. Dutzende Karten minutiös von Hand in den richtigen Maßstab gebracht und im Rechner zu einem digitalen Meisterwerk zusammengefügt. William Smith war ja noch ein echter Forscher und Entdecker. Er ist ins Gelände gegangen und hat dort direkt kartiert und hat mit seiner neu entdeckten Stratigraphie geologisches Neuland aufgenommen. Dieses neue digitale geologische Kartenwerk von Europa hingegen ist am Schreibtisch und am Rechner entstanden aus Beiträgen von 48 nationalen geologischen Diensten innerhalb Europas, aus unzähligen Publikationen und Karten. Die digitale Karte spiegelt das erdgeschichtliche Bild Europas wider. Anders als bei Smith kodieren die Farben nicht das natürliche Aussehen der Gesteine, sondern ihr geologisches Alter. Je älter sie sind, desto dunkler die Farbe. Das ganz Besondere an dieser Karte ist, dass zum ersten Mal auf einem internationalen geologischen Kartenwerk von Europa auch die Geologie des Meeresbodens mit dargestellt worden ist.
Dadurch kann man die Erdgeschichte von Gesamteuropa wie an einem Bild ablesen. Zum Beispiel hier die Trennung Europas und Nordamerikas entlang des nordatlantischen Rückens. Man kann ganz wunderbar sehen, wie vor circa 200 Millionen Jahren angefangen haben, sich die beiden Kontinente auseinander zu bewegen. Und wie an einem Reißverschluss tun sie das auch heute noch mit einer Geschwindigkeit von circa 5 cm im Jahr. Im Nationalmuseum von Cardiff zeigt uns Hugh Torrance eine Originalkarte von William Smith. Für den Kenner enthüllt sie, wo in der Unterwelt Großbritanniens Reichtümer verborgen sind. Smith hat eine Schatzkarte gemalt, um aufzudecken, wo Englands Bodenschätze liegen. Die Karte verhilft Smith unverhofft zu einer neuen Karriere. England ist im Kohlefieber. Und viele Großgrundbesitzer engagieren den erfahrenen Erdkundler. Immer wieder trifft er buchstäblich ins Schwarze. Seine ersten Erfolge machen ihn zum gemachten Mann. Als überzeugter Selfmade Man wagt er in dieser Zeit selbst den Sprung ins Unternehmertum. Er kauft einen Steinbruch für den Bau von Häusern und macht glänzende Geschäfte. Geld, das er in seine geologische Feldforschung investiert. Sein gesellschaftlicher Aufstieg scheint unaufhaltsam. Sein Erfolg verschafft ihm Anerkennung in höheren Kreisen. In seinem Haus empfängt Smith betuchte Aristokraten, Geistliche und Gelehrte. Die Fossilienjagd ist ein verbreitetes Hobby und das Urteil des Kenners ist gefragt. Noch hält man die rätselhaften Figurensteine für Strandgut der Sintflut. Noch glaubt man, die Erde und ihre Lebewesen seien das Ergebnis eines einmaligen göttlichen Schöpfungsaktes. In jedem Element der Schöpfung scheint es eine Linie des Erfolgs zu geben. Entstehung und Zerstörung scheinen in einem unendlichen Prozess zur Perfektion geführt zu haben. Doch über das Wie und Warum rätsle ich nicht. Fossilien bestätigten seinen Glauben, dass Gott die Ordnung der Erdschichten erschaffen hatte. Später aber reifte in ihm der Gedanke, dass dieser Prozess unendlich viel Zeit in Anspruch genommen haben musste. Mit dieser Erkenntnis hatte Smith das Fundament für Darwins Evolutionstheorie geschaffen. Vor 200 Jahren begann man erstmals zu zweifeln, ob Gott die Erde tatsächlich in unveränderlicher Form erschaffen hatte. Doch niemand ahnte, dass England zur Zeit des Karbon von einem Dschungel aus Farnen und Schachtelhalmen überwuchert war. Längst vergangenes Leben, von dem nur noch Fossilien zeugen. In Jahrmillionen entstand aus dem sumpfigen Morast der Karbonwälder die Kohle. Mit Chiffren in Stein, die das Bild der göttlichen Schöpfung ins Wanken brachten. Auch an der Küste des Ärmelkanals sah die Landschaft im Erdmittelalter ganz anders aus. Subtropische Wüstenregionen wechselten mit Riffen, Salzlagunen und Sümpfen. Bis heute verbergen die Formationen aus Jura, Trias und Kreidezeit einen unermesslichen Reichtum an Fossilien. Wie Hugh Torrance kam schon Smith hierher, um nach seltenen Versteinerungen zu suchen. Heute ist es das Mekka von Fossiliensammlern aus aller Welt. Skelette von Fischsauriern haben die Fundstätte im 19. Jahrhundert berühmt gemacht. Heute findet man im englischen Jurassic Park meist weniger spektakuläre Exemplare. Doch die Vielfalt der Fossilien ist so groß, dass sie einen lückenlosen Überblick über die Entwicklung des Lebens von fast 200 Millionen Jahren ermöglicht. Es muss ja nicht unbedingt ein Saurierknochen sein. Ein echter Fossilienfan freut sich über jeden Fund. Für die meisten Strandjäger verlorener Schätze endet die Suche in diesem Laden. Wer nicht selbst fündig geworden ist, entdeckt hier mit Sicherheit ein Souvenir. Jährlich pilgern Zehntausende Hobby-Paläontologen nach Charmouth Beach. Für sie sind die versteinerten Zeugen versunkener Welten begehrte Sammelobjekte.
Das spektakulärste Fundstück der ganzen Gegend ist der Kopf eines Fischsauriers. Solche Monster schwammen vor 180 Millionen Jahren in einem Meer, das Festland wurde. Look, Sir Joseph. Here. Seine Jagdleidenschaft lässt Smith keine Ruhe. Und so versäumt er, seine revolutionäre Karte zu veröffentlichen. Bei der Suche nach Kohle werden enorme Summen verschwendet. Mit meinen Prinzipien können solche Fehlschläge verhindert und die ergiebigsten Schichten gefunden werden. Ich hoffe, der Menschheit damit einen bescheidenen Dienst zu erweisen. Das ist das Einzige, was mich antreibt. Beim rasanten Aufstieg Englands zur ersten Industrienation erhoffen sich viele Landbesitzer den schnellen Profit eines Kohlebarons. William Smith wird zum Herrn der Unterwelt und hastet von einem Auftrag zum nächsten. Überall ist sein Know-how gefragt. Die Kunde von seinem Spürsinn verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ohne Kohle kein Aufbruch in die Moderne. Den Reichtum an Rohstoffen eines Landes zu erschließen, ist Aufgabe der ganzen Nation. Als Prospektor für Bodenschätze wird William Smith zum Propheten einer neuen Zeit. Wie er der Kohle nachjagte, so fahnden die Erben seiner Erkenntnisse heute nach Öl. David Judson, Fossilienjäger im Auftrag der Ölindustrie. Der versteinerte Code weist ihm den Weg zum schwarzen Gold in der Tiefe. Im Bohrkernlager der RWE werden Proben aus unterirdischen Lagerstätten in aller Welt aufbewahrt. Mit dem Elektronenmikroskop fahndet Judson nach Fossilien. Bei Bohrungen ist der Smith von heute ein gefragter Mann. Winzige Nanofossilien. Poröse Gebilde, die Öl speichern. Wenn Judson sie findet, ist er am Ziel. Die Theorien von William Smith haben eine enorme Bedeutung für die moderne Geologie. Fossilien ermöglichen mir, Gesteine aus Erdölreservoirs in aller Welt zu vergleichen. Die Industrie setzt vor allem auf Hightech-Equipment. Die Analyse von Fossilien aber ist erheblich genauer als jede moderne Technologie. Die Bohrinsel Mittelplatte. Ein Mammutprojekt der RWE mitten im Wattenmeer. Hier wird Öl aus der größten deutschen Lagerstätte gefördert. Dabei kommt immer wieder das Know-how von David Judson zum Einsatz. Das schwarze Gold liegt fast 3000 Meter tief unter dem Meer. Über 100 Millionen Tonnen sammeln sich an der Grenze eines Salzstocks in porösen Sandsteinschichten. Ein besonders ergiebiges Reservoir, in das die Bohrungen mit höchster Präzision abgelenkt werden. Tausende Tonnen Stahlrohr werden vom Bohrmeister durch den Untergrund navigiert, mit ausgeklügelter Technik und Fingerspitzengefühl. Die Steuerung erfolgt anhand von seismischen Daten und